Wiedersehen. Ich habe dir doch gesagt, dass ich dich jeden Sonntag besuchen werde. Beeil dich. Wir verpassen sonst den Zug. Jana! Wiedersehen, Jana. Wiedersehen. Ich hab dir doch gesagt, dass ich dich jeden Sonntag besuchen werde. Ich hab dir doch gesagt, dass ich dich jeden Sonntag besuchen werde. Ich hab dir doch gesagt, dass ich dich jeden Sonntag besuchen werde. Ich hab dir doch gesagt, dass ich dich jeden Sonntag. Du machst mir großen Kummer, Mädchen. Vati! Putz dir die Nase. Hier weint man nicht.
Freust du dich auf deinen Vater? Gib mir die Tasche. Ich trage sie dir. Vielen Dank. Das ein. Besitzt du keinen Trainingsanzug? Na, dann bekommst du einen von uns. Und da niest du dann die Zahl 22 drauf. Hast du verstanden? Ja. Na komm. Das ist das Arbeitszimmer der dritten Stufe, der ältesten Schüler hier. Hier ist die Bibliothek. Der Duschraum der Mädchen. Und hier im Aufenthaltsraum werden die Hausaufgaben gemacht. Hast du mir überhaupt zugehört, Tomankova? Hörst du mir zu? Ja, ich habe Ihnen zugehört, ja. Und prick dir die Zahl 22 ein. Sie wird auf alle deine Sachen aufgenäht, hast du verstanden? Ich will hier nicht bleiben. Ich bleibe nicht hier. Das hat Annika auch gesagt. Aber sie hat sich inzwischen eingewöhnt. Annika, hast du heute Dienst? Ja, Fräulein Bojanova. Du hilfst der Tomankova beim Schrank einräumen und machst sie mit der Hausordnung vertraut. Diese Ziege, wie heißt du? Jana. Da drüben ist dein Bett. Aber zuerst musst du deine Sachen in den Ankleideraum bringen. Häng sie in den Schrank. Das ist schön. Ein hübsches Kleid. Sowas interessiert dich noch? Sie gehört mir nicht. Misha hat sie mir gegeben. Ich weiß nicht, wie du dir das eigentlich vorstellst. Aber so kann man doch nicht leben. Je eher wir uns scheiden lassen, desto besser. Bitte, wie du willst. Und die Kinder bleiben selbstverständlich bei mir. So selbstverständlich ist das gar nicht. Eins bleibt bei mir, wie ich bereits gesagt habe. Wahrscheinlich Jana, weil sie älter ist. Du bist ein Egoist, du denkst nur an dich! Du bist ein Egoist! Sind Sie wach geworden? Überleg es dir. Wenn du aufs Land ziehen willst, müsste Jana die Schule wechseln. Und das ist in der 8. Klasse nicht so einfach. Und um das zu verhindern, würdest du vor Gericht gehen? Ich denke auch an deine Gesundheit, wenn du gestattest. Und ich möchte auch nicht ganz allein leben. Allein? Ich bitte dich, versteh mich doch. Jana, schläfst du? Was willst du? Sie haben gesagt, dass du bei Fati bleibst und ich und Mutti ziehen zur Tante nach Kralovic. Schlaf endlich. Jana, was ist eine Scheidung? Sehen Sie sich nie wieder? Gib sie her! Also hör zu. 6.30 Uhr ist Wecken, Gymnastik und dann wird geduscht. 6.45 Uhr ist Frühstück und dann gehen wir zur Schule. Nach der Schule machen wir Spaziergänge und so weiter. Und falls du Geld bei dir hast, sag es bloß keinem. Hier hinter dem Ofen haben wir ein ganz tolles Versteck. Aber pass trotzdem auf. Julka klaut. Jana! Die Toiletten sind auf der anderen Seite!
willst du denn hin? Sie läuft weg! 22 läuft weg! Seht mal, eine neue. Freunde, seht doch mal her. Wir haben Kuh. Du nicht fragen darf. Das ist doch eine ganz feine Frau. Du machst nur gerade eine Schlossbesichtigung. Die Bojanova, Achtung. Unter die Dusche mit dir. Bitte, darf ich noch warten? Denk nur nicht, dass du hier eine Sonderstellung hast. Das ist mein Anzug. Lass das liegen. Schrei sie nicht an. Sie ist heute den ersten Tag hier. Hier, möchtest du? Nein, vielen Dank. Ich aber. Das ist Julka. Wir helfen dir gern, wenn du irgendetwas brauchst. Nanu, ich hatte hier doch... Was hattest du? Wer hat sie gestohlen? Einer von euch hat die Puppe gestohlen. Du denkst doch nicht etwa, dass wir es waren. Das melden wir, wenn du das nicht zurücknimmst. Was wurde geklaut? Eine Puppe. Du spinnst wohl. Wer sollte dir denn hier eine Puppe klauen? Von uns spielt keiner mehr mit Puppen. Kümmer dich um Vater. Werden wir alle nie mehr zusammenleben? Mach's gut. Da, nimm sie zum Andenken. Irgendwann holen wir dich bestimmt zu uns. Kuchen, meine Herrschaften. Bitte sehr, mein Fräulein, wählen Sie aus. Den da bitte. Danke. Für unseren Haushalt müssen wir uns auch noch was besorgen. Mhm. Wir brauchen ein Teesieb und einen Kartoffelstampfer. Wir werden das zusammen kaufen. Von heute an bist du die Hausfrau. Ich kann aber nicht kochen, Vati. Wir kaufen uns ein Kochbuch. Und wenn uns was anbrennt? Überleben wir das auch. Wollen wir ins Kino gehen? Im Okko läuft ein guter Film. Und Sonntag könnten wir nach Bettjes fahren. Wohin du willst. Und wir machen auch wunderbare Ferien. Wäre das schön?
Du bist schon da, Vati? Iss schnell, sonst kommen wir zu spät ins Kino. Es ist leider schon zu spät. Ich habe im Moment sehr viel zu tun, Jana. Morgen vielleicht. Hm? Das sagst du jedes Mal, Vati. Willkommen zu heißen. Na, wo ist sie denn? Wo haben wir unsere Schönheit? Verschwindet, ihr Idioten! Wir wollten unserem neuen Fräulein doch nur unsere ehrwürdige Aufwartung machen. Du bekommst Herrenbesuch. Da ist ja unsere Milady. Sie haut ab! Hey, lauf doch nicht weg! Na, meine Herren, das war wohl nichts, was? Die lässt sich nicht alles gefallen. Ah, wer kommt denn da zu Besuch? Ah, das ist die neue Jamilka, ne? Ich heiße Jana. Ah, ich nenne jedes Mädchen so, das nach ihr hierher gekommen ist, weißt du? Und sie ist schon ungefähr 9 Jahre fort. Und vor 2 Jahren hat meine Jamilka geheiratet. Jamilka? Du wolltest doch nicht weglaufen. Ich will nicht hierbleiben. Ich habe nichts verbrochen. Warum soll ich bei diesen Mädchen bleiben, die einen bestehlen? Ach, Kind, komm, sowas darfst du nicht sagen. Setz dich dahin. Du wirst dich schon noch an die vielen Kinder gewöhnen. Nie. Mein Gott, was sollte ich dann erst sagen? Ich bin hier immer allein, nur mit meinen Katzen. Mit meinen Katzen. Weine nicht.
Wein macht hässlich. Sieh mal, ich habe auch sehr viel geweint. Sieh mich an, wie ich aussehe. Weißt du, was am besten gegen den Kummer hilft? Singen, mein Kind. Ich singe manchmal die ganze Nacht. Glaubst du mir das? Hm? Hier, nimm und iss. Ich weiß ja, dass du noch kein Abendbrot gegessen hast. Habe ich recht? Hast du an das Geld für die Fahrkarte gedacht? Ja. Wann wirst du zurück sein? Dienstag. Mhm. Soll ich dich abholen? Ich glaube, Fati bringt mich zurück. Grüßen Sie bitte die Mädchen. Deine Tasche, von mir. Jana. Danke und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen, mein Kind. Ich wünsche dir schöne Tage, Jana. Mach's gut. Also, Dudleby, das macht 3,60. Wenn du eine Fahrkarte nach Rokitnice löst, würdest du 1,50 Krone sparen für ein Eis. Vati kauft mir eine Fahrkarte dorthin. Ach so. Und wohin fahrt ihr von Rokitnice aus? Weiß ich noch nicht. Vielleicht werden wir wandern. Dann solltet ihr euch unbedingt Rinchani und Zahuri ansehen. Dort ist es wunderschön. Ich wette, du kommst aus dem Internat. Dort ist es auch sehr schön, nicht? Schön ist es hier. Schön ist es hier. Ein herrlicher Park. Wirklich, ihr habt es hier sehr schön. Hm. Vielleicht. Es geht. Ich würde es ja auch schön finden, wenn ich nicht hier bleiben müsste. Hat Mutti geschrieben? Mhm. Und die Karte habe ich von Misha. Misha, Vati, Mama. Stell dir vor, genau vor unserem Haus bauen die jetzt so einen Betonklotz. Du kannst dir nicht vorstellen, was für ein Krach dort ist. Wann holst du mich ab, Vati? Je nachdem, wie ich Urlaub kriege. Alle Mädchen aus dem Internat fahren in die Ferien. Wir werden auch wegfahren. Aber wann denn? Habe ich dir doch schon gesagt, wenn ich Urlaub kriege. Dann fahre ich inzwischen zu Mutti nach Kralovic. Nein, erst im August. Im August erst? Wir haben das so abgesprochen. Und wenn du im Juli keine Zeit hast? Wenn. Hör jetzt mal genau zu. Wenn es möglich ist, werde ich mir Anfang Juli ein paar Tage frei nehmen. Und dann fahren wir nach Olitzke. Hättest du nicht Lust dazu? Und wenn das wieder nichts wird? Du willst schon gehen? Wir haben so wenig Zeit und dann ärgerst du mich auch noch. Ein Knopf fehlt dir hier, Vati. Es kümmert sich ja keiner mehr um mich. Ich nähe ihn dir an. Ich habe ihn in der Manteltasche. Oh, so was. Ich habe die Bonbons vergessen. Entschuldige, Jana. Mhm.
Hallo, Jana. Du hast einen netten Vater. Hat dich niemand besucht, Julka? Oma kann nicht mehr gut laufen. Und euer Vater? Den solltest du sehen, wenn er betrunken ist. Mutti machte er das Leben zur Hölle und mich und Litko hat er fast verhungern lassen. Wollt ihr nicht zurück nach Hause? Was sagst du, Litko? Willst du wieder zurück nach Hause? Mm-mm. Na, siehst du. Gibst du mir auch was? Da, nimm dir. Die sind doch Schokolade, nicht? Ja, du kannst sie aufessen, wenn du willst. Paso! Danke. Paso! Paso! Franta, was machst du denn da? Na, siehst dir doch an. Aida! Aida! Der Hund da, das ist ein Jagdhund. Eine Hündin. Komm her. Sie heißt Aida. Komm. Hattest du auch mal einen Hund? Komm. Nein. Es ist fantastisch, wie der Hund aufs Wort gehorcht. Weißt du, als ich noch zu Hause war, hatte ich auch einen Hund. Der Junge, bei dem er jetzt ist, sollte mir jeden Monat über ihn schreiben. Aber der Idiot hat es noch nicht ein einziges Mal getan. Warum hast du ihn denn nicht zu Hause gelassen? Naja, meine Mutter arbeitet in einem Hotel in Krokonosche. Und da haben wir ihn weggeben müssen. Und die Leute sind furchtbar geizig. Warum hast du ihn nur da gelassen? Hier hättest du ihn doch verstecken können. Das ist mir auch schon eingefallen. Aber das Blöde ist nur, mir fehlen 20 Kronen für die Fahrkarte. Ich borg dir das Geld. Ich hab es von Fatih. Wirklich? Und morgen bringe ich dir den Rest. Fräulein Bojanova hat schon überall nach dir gesucht. Hast du's? Soll ich dir meinen Füller leihen? Nein. Seid ruhig, oder ich werde es melden. Yoshin, geh auf deinen Platz zurück. Ach, lass mich doch in Ruhe. Ich werde doch keinen Brief schreiben, den dann jeder hier lesen kann. Die Briefe werden nur von der Frau Direktor gelesen. Jana, wenn du willst, dass dein Brief wirklich von keinem gelesen wird, könnte das unsere geheime Post erledigen. Aber das kostet 2 Kronen. Ich habe nicht mal eine. Meine letzten 20 Kronen sind geklaut worden. Was? Wer hat sie dir geklaut? Und ich wollte dir sagen, Mutti, ich muss jetzt auch noch zum Zahnarzt. Denn mir ist ein Stück vom Zahn abgebrochen, weil das Kaninchen hart wie eine Schuhsohle war. Ich will sofort den Brief zurück. Komm, hol ihn dir doch. Du mischst jetzt, ich hab dich gleich. Lass mich los. Los, gib ihn mir. Da ist sie ja wieder. Ich hab sie gefunden. So? Dann hast du wohl auch zufällig die 20 Kronen gefunden, die in meinem Nachttisch lagen. Die habe ich nicht gesehen, Lügnerin. Was ist denn hier für ein Krach? Auf eure Plätze! Sie hat mich geschlagen, weil sie mir meine Puppe gestohlen hat. Ich hatte sie gefunden. Warum hast du sie denn nicht zurückgegeben, als du sie gefunden hast? Zeig hier. Ein so großes Mädchen und spielt noch mit Puppen. Als ich 5 war, schenkte man mir einen Clown aus Stoff. Ja, und ich bewahre ihn immer noch in einer Schublade in meinem Schreibtisch auf. Aber deswegen prügelt man sich doch nicht. Annika hat Jana auch noch 20 Kronen gestohlen. Aber ihr gebt doch, soweit ich weiß, euer Geld der Erzieherin. Und diese Hausordnung gilt auch für dich. Aber steht in der Hausordnung etwa, dass man sich gegenseitig bestehlen darf? Hier wird aber nicht gestohlen, Jana. Ihr werdet jetzt beide in den Schlafraum gehen und nach den 20 Kronen suchen. Und solltet ihr sie finden, dann gebt ihr sie ab.
schon auf zu heulen. Ich sag, ich habe sie wiedergefunden. Ich meine nicht wegen des Geldes, sondern wegen der Puppe. Es sind doch Puppen da, bei den Kleinen. Aber die gehören allen. Ich habe noch keine gehabt, die nur mir gehört. Schnell. Na los, raus mit euch. Jana. Hab keine Angst, das wird dir hier schon gefallen. Hast du heute Dienst? Ja. Das ist Alenka, sie ist heute den ersten Tag hier. Kümmere dich um sie. Kommen Sie. Ich bin Jana. Jana Tomankova. Alenka Tomanova. Soll ich dir helfen? Na komm mit. Erst bringen wir deine Sachen in den Ankleideraum. Und dann zeige ich dir dein Bett. 6.30 Uhr ist Wecken. Gymnastik und dann wird geduscht. 6.45 Uhr ist Frühstück und dann gehen wir zur Schule. Nach der Schule spielen wir, machen Spaziergänge, lesen und was uns so Spaß macht. Die kommen bestimmt gleich. Wer? Die Musketiere. Ja. Schöne neue Fräulein willkommen zu heißen. Wo haben wir denn unsere langhaarige Schönheit? Macht, dass ihr rauskommt. Im Namen des Herrenschlafzimmers machen wir dem neuen Fräulein unsere ehrerbietige Aufwartung. Raus hier! Aber ein bisschen plötzlich, sonst machen wir Hackfleisch aus euch. Frau Direktor kommt, Jungs. Was war das hier für ein Krach? Natürlich, wie konnte es anders sein? Eben brannte hier noch Licht, aber jetzt schlaft ihr alle fest. Oh nein, nicht alle. Dann sieh zu, dass du bald schläfst. Du hast aber wunderschönes, langes Haar. Hoffentlich kannst du heute Nacht gut schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Mädchen. Gute Nacht. Ah, ich hab schon gedacht, mir bleibt das Herz stehen. Ah. Wenn sie mich entdeckt hätte, wäre ich vor Scham in den Boden gesunken. Du machst aber, dass sie hier rauskommt. Was schnauft ihr so? Warte, ich hol dich da raus. Oh je. Helf mir doch mal. Hinter dem Ofen dachte ich immer, ich muss niesen. Ich konnte es kaum zurückhalten. Jetzt ist es weg. Wieso nicht rein?
Über euren nächtlichen Ausflug werden wir uns in aller Ruhe morgen miteinander unterhalten. Aber wenn ihr schon die Absicht habt, nächtliche Wanderungen zu unternehmen, dann seid so klug und legt an eurer Stelle wenigstens eine Stoffpuppe ins Bett. Kennt ihr den Trick? Nein? Dann lest den Graf von Monte Cristo, ihr Musketiere. Und jetzt ab in die Betten, meine Herren, aber ein bisschen schnell. Majestät, ihretwegen gehen wir sogar durchs Feuer. Geh lieber ins Bett. Und ihr schlaft jetzt, Mädchen. Ich hab gesagt, ihr sollt schlafen. Alenka. Endstation, alles aussteigen. Na, bist du etwa eingeschlafen? Willst du deine Tasche hier lassen? Oh, vielen Dank. Hast du dich etwa verliebt, Kleine? Höchste Zeit, dass du kommst. Wir warten schon auf dich. Das ist also Jana. Ich heiße Vera. Vera wird dir ab und zu beim Lernen helfen. Womit fangen wir denn an? Tschechisch oder Physik? Mathematik? Mit gar nichts. Ich brauche das nicht. Und ob du das brauchst? Sogar dringend. Warum hilfst du mir dann nicht, Fati? Da müsste ich vier Hände und sonst keine andere Arbeit haben. Warum kann ich dann nicht bei Mutti leben, wenn du doch nie Zeit hast? Durchgenommen. Und wie ist das gelaufen? Wie immer.
Hör bitte auf zu klimpern, Jana, wenn ich mit dir spreche. Was gab's zum Mittagessen? Ein Salat. Ich bitte dich, lüg mich nicht an. Wo hast du Mittag gegessen? Bist du plötzlich taub? Antworte mir. In einem Automatenrestaurant. Warum bist du nicht in der Schulkantine? Weil es mir dort nicht schmeckt. Und die Schule schmeckt dir anscheinend auch nicht, was? Letzte Woche hast du zweimal gefehlt und diese Woche einmal. Wo treibst du dich rum? Antworte mir jetzt! Manchmal gehe ich an den Fluss. Außerdem wollte ich zu Mutti und Mischa fahren. Und wieso das, Jana? Weil ich mich nach ihnen sehne. Und weil du mich nicht mehr brauchst. Versteh doch. Ich kann es mir nicht leisten, den ganzen Tag zu Hause zu bleiben. Ich hatte gehofft, du würdest ein bisschen Verständnis haben. Doch du zeigst kein Verständnis, machst mir nur Kummer. Jetzt wasch dich und geh schlafen. Ich war heute in der Schule. Ich habe mit der Direktorin gesprochen über dein Betragen, deine Zensuren und so ganz allgemein. Wir meinen beide, es wäre das Beste für dich, wenn du in ein Internat kommst. Nein, da werde ich nie hingehen, nie im Leben. Dann laufe ich weg. Was soll ich nur mit dir anfangen? Anstatt zur Schule zu gehen, treibst du dich rum. Du lernst schlecht. In einer Woche 3 Fünfen, Jana. Das kann doch nicht so weitergehen. Dein Betragen wird immer schlechter. Kannst doch nicht auf der Straße aufwachsen. Kannst du für mich am Schalter eine Fahrkarte kaufen? Wieso kaufst du sie denn nicht? Dort steht jemand, der mich kennt und der soll mich nicht sehen. Mhm. Mein Lehrer. Nach Kralovic, über Svitavi. Das reicht nicht. Das reicht nicht? Naja, nach Kralovic kostet es ungefähr 16 Kronen. Dafür kriegst du höchstens eine Karte nach Skuce. Dann nach Skuce. An seiner Stelle würde direkt zur Polizei gehen. Und Ihre Mutter? Die Arme kann sich kaum bewegen nach der Operation. Ach, sie ist operiert worden? Sie wäre dabei fast gestorben. Die arme Frau. Ich hoffe, es geht ihr jetzt schon wieder besser. Tja, wer weiß das schon. Jana, ich habe schreckliche Angst um Mutti. Ich habe schreckliche Angst um Mutti. Ich habe schreckliche Angst um Mutti. Ich habe schreckliche Angst um Mutti.
Jana! Was machst du denn da? Ich will den Brief haben. Den hast du doch schon, Jana. Von Fatih, aber nicht den von Misha. Woher weißt du davon? Ich weiß es. Oh. Das war Julka. Hören Sie, ich will wissen, was mit Mutti los ist. Das gibt dir aber immer noch nicht das Recht, hier einzubrechen, Jana. Ja, es ist ein Brief für dich gekommen. Ich habe ihn dir absichtlich nicht gegeben, weil ich nicht wollte, dass du dich unnötig aufregst. Liebe Jana, ich habe schreckliche Angst um Mutti. Gib den Brief wieder her. Was hat sie denn? Kein Grund zur Aufregung. Die Mutti ist ins Krankenhaus gekommen und Misha ist bei der Tante in Kralovic geblieben. Setz dich. Und Misha ist noch sehr klein. Sie hat einfach Angst. Doch du, du machst uns wirklich großen Kummer. Entschuldigung, fahren Sie zufällig nach Kralovic? Franta ist noch nicht zurückgekommen. 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 Weißt du wirklich nicht, wo Franta ist? Ich bin doch nicht sein Kindermädchen. Ich würde es auch nicht verraten. Was ist das? Das wird ein Sonnenreflektor. Das ist ein Versuch für den Naturschutzverein. Die Maiglöckchen werden früher blühen, durch die Reflexion der Sonne. Wojtja, komm mit mir mit. Wir gehen ein Stück spazieren. Packt eure Sachen ein, Kinder. Wir wollen jetzt Schluss machen. Nun sag schon, was ist mit Franta? Ich hab gedacht, dass er wie immer zum Unterricht kommen würde. Du weißt, am wenigsten vertrag ich es, wenn man mich anlügt. Franta ist weggelaufen und ihr habt es nicht verraten, damit er einen Vorsprung hat, richtig? Wenn ich es mir überlege, wohin sollte Franta denn gehen? Seine Mutter ist in Krokonosche und im Dorf hat er keinen mehr. Er hat nur noch einen tauben Onkel und eine furchtbar geizige Tante. Es wäre ja möglich, dass er was Wichtiges zu erledigen hat. Aber dann wäre er auch schnell wieder da. Und was könnte so wichtig für ihn sein? Es könnte ja sein, dass du es weißt. Warum soll ausgerechnet ich das wissen? Weil du hier der Boss, der Kopf der Musketiere und der Vorsitzende der Pionierorganisation bist. Denk nicht, ich sitze auf meinen Ohren oder ich wäre blind. Oh nein, mein Junge. Ihr habt euch ganz schön geirrt, wenn ihr denkt, dass ihr mich an der Nase herumführen könnt. Ich weiß zum Beispiel auch, dass ihr immer über die Mauer klettert, um dann heimlich zu baden. Und dass ihr Zigarettenkippen versteckt und sie hütet wie Trophäen. Ich habe nichts unternommen, weil ich dachte, euch wird die Freude an diesen Streichen schon von alleine vergehen. Eher als wenn ich sie euch verbieten würde. Solange ich euch im Auge habe, ist das kein Problem, aber jetzt ist Franta verschwunden. Tja, und wenn ihr nicht wisst, wo er ist, müssen wir wohl die Polizei nach ihm suchen lassen. Na los! Wenn du willst, komm ich mit. Ich kenne mich hier aus. Meine Oma hat im Nachbardorf gewohnt. Ich werde es schon irgendwie schaffen. Wenn du meinst... Hier, nimm die Taschenlampe mit, falls du eine brauchst.
Danke, drück mir die Daumen. Mach's gut, viel Erfolg. Verflucht! So ein Mist! Oh nein, auch das noch! Dieses verdammte Vehikel! Was ist denn los? Die Kette ist abgegangen. Psst, Jungs! Da ist einer! Ein Polizist! Jetzt sind wir erledigt. Er hat doch einen großen Hund. Braver Hund. Verdammt nochmal! Wer hat denn hier diesen ganzen blöden Kram liegen lassen? Franta! D'Artagnan! Hallo! 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 Sei friedlich, Bob. Das sind meine Freunde. Mann, du hast uns vielleicht erschreckt. Sie wollten Bob nicht umsonst mitfahren lassen. Und ich hatte nur Geld für eine Fahrkarte. Dann bist du mit dem 40 Kilometer zu Fuß gegangen? Nein, nur 20. Die erste Hälfte sind wir ja gefahren. Na komm. Los, Franta. Das Fahrrad. Hier, nehmt zuerst mal Bob. Wenn ich ihn nicht geholt hätte, wäre er wahrscheinlich verhungert. So, das ist für Bob. Das ist aber wenig. Nein, nein, er muss sich erst wieder ans Fressen gewöhnen. Er ist noch zu ausgehungert. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ihr macht das ja wie zwei richtig tüchtige Hausfrauen. Soll ich Ihnen eine Tasse Kaffee kochen? Nein, im Moment nicht. Vielen Dank. Ja, Ruschka Goldsjunge, geh du nur schon. Ich bring das nachher raus. Wir machen das schon. Danke, Jamilka. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Denen geht's ja gut. Dafür haben sie aber das ganze Jahr keine Maus im Haus. Sicher, nur würde mich interessieren, was ihre Prinzessin denn so im Jahr fressen. Nur etwas Abfall. Anderswo mästen sie Schweine damit. Wir haben doch bloß ein paar kleine Katzen zu füttern. Wir haben Katzen, wir haben ein Schaf und jetzt ist wohl auch noch ein Hund dazugekommen. Wir brauchten sowieso einen Wachhund. Die Behörde wird schon wissen, warum sie das Halten von Haustieren in Internaten verbietet. Ja, natürlich. Die Behörde macht sich viele überflüssige Sorgen. Ob überflüssig oder nicht, für mich ist es eine amtliche Anordnung. Was soll ich denn tun, wenn hier plötzlich eine Kontrolle ist? Dann verstecken wir die Viecher. Hm. Allmählich halten die Kinder uns hier für ein Tierasyl. Ich würde sagen, sie lernen die Liebe zur stummen Kreatur. Und das gehört vielleicht auch zur Erziehung. Bob, lass Pasen ruhig! Hey, lass du ihn! Bob, ist mit der Schauer! Auf mir! Nicht so weglaufen! Der darf uns doch nicht weglaufen! Das ist ja gar nicht so schnell! Mensch, gleich, Bob, hast ihn gleich! Schneller, oh nein, das darf nicht wahr sein! Jetzt haben sie alle Maiglöckchen zertrampelt. Alles nur wegen Bob, dem Ausreißer. Ich, Esel, habe ihm noch über die Mauer geholfen. Ich kann euch hoffen, dass sie neue besorgen. Und wo du Angeber willst du die herholen? Aber Bob hat eine gute Nase. Der wird sie finden. Bob, komm mit. Nach Maiglöckchen wirst du hier lange suchen können. Ich bin gespannt, mit was du hier ankommst. Ihr seid ja vielleicht Vandalen. Wer hat das getan? Warum lacht ihr denn? Weil der Sündenbock hinter Ihnen steht. Schlagen Sie ihn bitte nicht. Jana, tu das nicht. Wie kannst du es wagen, das zu tun? Jana! Nur Mut! Tamakova! Tamakova! Jana Tamakova soll sofort zur Direktorin kommen. Thank you.
Tamankova! Was ist denn? Bis jetzt hast du keinen Grund gehabt, dich schlecht behandelt zu fühlen. Aber ich habe das Gefühl, nach deinem Benehmen zu urteilen, haben wir dich wohl zu sehr mit Samthandschuhen angefasst. Du nimmst dir zu viele Freiheiten heraus. Das war vielleicht am Anfang so, aber jetzt hat sich das doch geändert. Ich finde, du hast dich geändert, Jana. Korrigieren Sie mich bitte, wenn ich mich irre. Das ist doch alles nur passiert, weil Jana Pasov ihr beschützt hat. Du kommst gleich an die Reihe, Herr Vorsitzender. Jana, dir gefällt es bei uns nicht, aber du hast eine Art, uns das auf die unmöglichste Weise zu zeigen. Wenn du bleiben möchtest, musst du dein Verhalten ändern oder uns verlassen. Aber in der Schule hat sie sich verbessert. Spiel nicht den Verteidiger, den wirst du gleich selbst nötig haben. Also, Jana. Dass es mir hier nicht gefallen hat, das war nur anfangs so. Und Heimweh haben die anderen Kinder auch. Wir sprechen hier nicht von Heimweh, sondern davon, wie du dich hier aufführst. Mir tut es wirklich sehr leid, was ich heute getan habe. Darf ich mich bei Fräulein Bojanova entschuldigen? Ich weiß nicht, vielleicht kommt es mir nur so vor, dass sie mich nicht mögen. Gleich von Anfang an. Sie haben mir ja auch nicht gefallen. Aber wenn Sie können, bitte ich Sie, das zu vergessen, was ich Ihnen angetan habe, ja? Bitte verzeihen Sie mir. Schon gut, schon gut. Es wird sich bald zeigen, ob es dir damit ernst ist. Vielleicht war es für uns beide nicht der glücklichste Tag, an dem wir uns kennenlernten. Ja, das könnte schon sein. Naja, es kann ja nur besser werden. Es ist ein Versuch wert. Und jetzt möchte ich noch was zu unserem zoologischen Garten sagen. Ich glaube, dass ich euch gegenüber sehr entgegenkommend war. Nur langsam, aber sicher entsteht hier ein Urwald. Wojtja. Zu Beginn des Schuljahres hast du mir doch versprochen, dass du darauf achten würdest, dass die Kinder sich an die Hausordnung halten. Könnte es sein, dass du Franta zur Flucht verholfen hast? Er hat Bob doch so schrecklich gern. Mein guter Junge, man kann nicht immer bekommen, was man gern hat. Ich hab gedacht, vielleicht ist er hier glücklicher, wenn... Ja, er hat doch immer nur von seinem Hund erzählt. Und jetzt ist er so glücklich. Hol Franta mal her. Ich weiß nicht, wo er ist. Wieso nicht? Er ist im Park. Im Park ist er? Und geht auf Entdeckungsreise? Fantastisch. Und ich darf dann wohl noch glücklich sein, wenn er zum Essen und Schlafen herkommt. Sofern er nicht auf einem Baum schläft wie Tarzan. Jetzt habe ich aber wirklich die Nase voll. Denn im Guten scheint es bei euch ja nicht zu gehen. Ruhe! Im Namen aller Kinder und überhaupt, seid doch mal endlich ruhig. Hier, Jana, ihr habt es nicht geschafft. Wir mussten ganz bis hinter Schloss gehen. Woanders wachsen keine. Aber dann hat Bob doch noch welche gefunden. Gib sie mir. Was sagst du nun? Ich sage, wenn ihr nicht endlich ruhig seid, fliegt ihr hier alle raus. Liebe Frau Direktor, entschuldigen Sie bitte, dass wir so laut gewesen sind. Das war alles nur wegen der Maiglöckchen. Doch Bob hat uns dann gerettet. Zu Ihrem Geburtstag wünschen wir Ihnen Gesundheit und hoffen, dass Sie sich nie wieder über uns ärgern. Und wir haben uns eine Überraschung ausgedacht. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Hier, meine Maiglöckchen! Thank you.
spielst wunderschön Klavier. Sag mal, hast du in Prag schon eine Freundin? Nein, noch nicht. Hättest du gern eine? Was macht ihr denn da noch, Mädchen? Ab in euer Zimmer, aber schnell. Jana? Komm mal. Im Aufenthaltsraum steht ein verschlossenes Klavier, denn benutzt hat es nie einer. Hättest du Lust zu spielen? Mhm. Üb fleißig. Verlier ihn nicht. Danke. Toni ist wieder traurig. Ob sie wohl Heimweh hat? Komm, wir beschwören unsere Mütter herbei. Ach was, nur Geister lassen sich doch herbei beschwören. Du musst jetzt deine Augen schließen und sie ganz doll herbeisehen. Dann wirst du sie sehen. Sehr lieb? Das hat doch wohl jeder. Und hättest du keine Angst, für sie zu sterben? Warum sterben? Ich meine, um sie aus einer Gefahr zu befreien. Sie muss wahrscheinlich ins Krankenhaus. Wie ist deine Mutti? Ach, weißt du, sie ist sehr lustig und sie singt immer gern. Meine Mutti ist sehr, sehr schön und sehr lieb. Was macht sie? Also, sie arbeitet in... Oh, das ist sehr weit weg. Sag mal, ist das ein Muttermal? Mhm. Wem ähnelst du mehr, deiner Mutter oder deinem Vater? Hm. Was hast du? Macht sofort, dass ihr hier wegkommt. Das ist nämlich unser Platz. Und warum? Weil das hier unser Staat Kiprio ist. Was hast du da in der Tasche? Hilfe! Sie schauen uns das anrufen! Hilfe, Jungs! Sie haben den Grenzpass überfallen! Seht mal, da oben sind sie. Verschwindet oder ich schieße! Weißt du, was du bist? Ein Obertrottel. Was habt ihr denn da oben? Oh, können wir uns da verabschieden? Komm nicht in Frage. Haut ab, ihr habt ja gar nichts zu suchen. Weil Kiprio nur uns gehört. Ich bin der Kopf der Bande. Ja, ein Dummkopf bist du. Was hast du gesagt? Dass du ein toller Kopf bist. Hört mal, könnte ich bei euch nicht Kundschafter und Fährtensucher sein? Uns reicht Bob. Der ersetzt 10 Fährtensucher. Ich hab doch gesagt, dass sie verschwinden sollen. Lass sie in Ruhe. Da. Haut endlich an, wir blöden Ziegen. Au! Lass mich los! Lass los! Au! Lass mich los! Au! Au! Kann auch beißen! Au!
unter Decken und so. In den leeren Schuhcremedosen heben sie Zigarettenkippen auf. Zigarettenkippen in leeren Schuhcremedosen? Hätte ich auch nicht gedacht, dass sie Kippen sammeln. Ach so, Kiprio. Deswegen nennen sie ihren Stab so. Guck mal, Oma. Hier, das ist gut für deinen Magen. Trink das aus. Wie kann man sich nur so betrinken? Hast du aber eine Fahne? Das ist aber bitter. Trink das aus. Hast du auch viel geraucht? Hat man dafür Worte? Zwei Flaschen von meinem Hagebuttenwein, die ich mir als Medizin aufgespart hatte. Aber das geschieht euch recht. Ich fühle mich aber ganz gut, weil ich mir zum Mittagessen noch was nachgeholt habe. Jana, sieh mich nicht so an. Warum soll ich dich nicht ansehen? Oh je, ist mir übel. Jana, bitte geh hier raus. Ich hab noch zu tun. Dann geh. Setz dich und sei froh, dass du dich nicht bewegen musst. Dann soll sie mich gefälligst nicht so ansehen. Ich weiß nicht, ihr Männer seid doch alle gleich. Zuerst gebt ihr weiß Gott wie an und dann müssen euch die Frauen gesund pflegen. Es ist immer dasselbe. Gib ihm das, er soll es austrinken. Hättest du keine Dummheiten gemacht, dann müsstest du dich jetzt nicht schämen. Toni! Haben Sie die Jungs irgendwo gesehen? Sie sollten im Garten arbeiten, aber da sind sie nicht. Die Jungs? Ich habe hier schon genug zu tun. Soll ich mich darum auch noch kümmern? Oh, Toni, machen Sie mir bitte einen Kaffee. Nein, nein, hier sieht es so fürchterlich aus. Ich kann Ihnen nicht mal einen gemütlichen Platz anbieten. Ich lasse ihn lieber nach oben bringen, ja? Und Sahne, wie Sie das gern mögen. Und für die Frauendirektor auch. Ich glaube, die hat andere Sorgen. Sie weiß nicht, wo die Jungs sind. Hast du das gehört? Wo sind denn die anderen? Wahrscheinlich im Keller. Oder auf der Toilette. Buschenka, hol sie mal her. Sie bekommen schwarzen Tee und dann ab in den Garten. Wenn das die Frau Direktor erfährt. Dann herzliches Beileid, du großer Anführer. Hast du etwa Angst? Nein, aber sie ist doch immer so nett zu uns. Und nun das. Blöd ist das. Ja. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Keine Bange. Während ich mir Sorgen mache und das ganze Haus nach den Jungs absuche, arbeiten Sie hier fleißig im Treibhaus. Wann glauben Sie, können wir die Tomaten umpflanzen, Frau Direktor? Also, wo wart ihr? Na, hier im Gewächshaus. Ach, was du nicht sagst. Und warum habe ich euch vorhin hier nicht gesehen? Weil wir doch in... Ich habe dich überhaupt nicht gefragt. Also, wo wart ihr nun? Wir waren woanders. Das weiß ich. Aber wo? Nun, Franta. Naja, wir waren da ganz hinten, im Park. Sie haben dort die Mauer ausgebessert. So, so, die Mauer ausgebessert. Ich pass schon auf. Moment mal. Komm her, komm her. Hauch mich mal an. Noch mal richtig. Aha. Ihr habt also geraucht, nicht wahr? Und was noch? Hagebuttenwein getrunken. Aber nur so wenig. Nur so wenig. Und jetzt ist euch übel, hm? Also, Jungs, antreten. Bringen wir's hinter uns. Ihr könnt jetzt gehen, Mädchen. Jana, bring das bitte ins Arbeitszimmer. Also, meine Herren. Ich teile euch definitiv mit, dass euer Staat Kiprio endgültig aufgelöst ist. Sonnig. Ihr habt doch wohl nicht gedacht, dass ihr ungestraft davonkommt. Sehr geehrte Frau Zimmernova, Ihre Mitteilung, dass Sie auf Ihre Tochter Alenka verzichten wollen und es ablehnen, die Kosten für das Internat weiterzutragen, hat mich überrascht.
Ich bedauere es besonders deswegen, weil ich weiß, wie sehr Alenka an ihnen hängt. Also, Jana, das gehört sich nicht. Ich habe den Brief für Sie dahingelegt. Aber sag bitte Alenka nichts. Wir wollen ihr nicht unnötig wehtun. Ich verstehe das nicht. Hat Lenka ihr denn was getan? Du kannst wohl immer noch nicht verstehen, dass nicht jeder solche Eltern hat wie du. Nimm nur Bozhenka, sie hat niemanden. Oder nimm Yoshin. Den hat man verdreckt im Straßengraben gefunden. Es hat lange gedauert, bis er uns endlich vertraut hat. Wir müssen zu Alenka besonders nett sein. Meine Mutti ist sehr, sehr schön und sehr lieb. Und ich hab sie so gern. Du musst jetzt deine Augen schließen und sie ganz toll herbeisehen. Dann wirst du sie sehen. Er liebt mich, er liebt mich nicht, er denkt an mich, er küsst mich. Was machen die Jungs da? Sie schreiben Zahlen in die Sterne. Dieser Stern ist von Wojtje. Was bedeutet das? Pass auf, ich werde es dir erklären. Der Buchstabe in der Mitte
ist der Anfangsbuchstabe von dem Mädchen, in das er verknallt ist. Und in die Sternzacken muss er so viele Zahlen eintragen, wie sein Name Buchstaben hat. Aber hier sind 6 Zahlen und der Name Wojtya hat nur 5. Nein, 6. Und jetzt zähl nach. Er liebt mich nicht. Er denkt an eine andere. Er küsst mich. Er heiratet mich. Er heiratet dich. Mami. Sie muss sich noch ein bisschen ausruhen. Sie wurde gestern aus dem Krankenhaus entlassen. Und nun schläft sie ein wenig. Komm mit. Bist du weggelaufen? Das ist prima. Nicht endgültig. Ich hatte solches Heimweh nach Mami und dir. Ich wollte euch wiedersehen. Du gehst wieder zurück? Vati hat gestern 3-mal angerufen. Er war ganz aufgeregt, dass du weg warst. Was hat er gesagt? Dass er herkommen will, weil du ja nirgendwo anders sein könntest. Dann sind wir ja alle wieder zusammen.